Ich weiß nicht, wie war das bei dem langen Wochenende? Hattest du da Brückentag eigentlich oder musstest du auch wieder hin? Arbeiten. Ja, ist immer blöd. Da muss man mal Blöd extra ist es nicht. einen Tag Urlaub sonst verpulvern dafür. Da ist immerhin leere Straßen. Ja. Das Arbeiten ist auch entspannter dann, weil nicht so viel ist. Ja, stimmt. Da kann man mal ein bisschen in Ruhe Sachen nachholen, zu denen man sonst nicht kommt, wenn ständig irgendwelcher Verkehr ist oder irgendwas Ich los. sag. Das braucht man auch mal. Deswegen ist es ganz entspannt, wenn man auch mal Wochenendschichten hat, aber nicht zu oft. Und dann auch am besten mehr frei in der Woche, als man am Wochenende dafür arbeiten muss. Oder irgendwie am Wochenende gibt es ja auch mehr Geld dann. Das ist ja so eine allgemeine Regelung, dass man noch was Ein davon hat. Zuschlag, geil. Na, aber wenn man sich dann einen Montag oder so ersparen kann, ist immer ganz gut, weil es eigentlich entspannt, auch mal an so einem Wochentag frei zu haben, dass man mal Einkäufe machen kann oder irgendwas, was sonst am Wochenende nicht geht. Stimmt. Eigentlich würde ich auch am Wochenende zu Hause sein. Ja, oder Homeoffice. Wäre auch eine Option, aber ich muss ja raus. Ach so, also ist es wichtig, dass du immer rauskommst. Was anderes sehen. Ja, es ist schon. Also nur Homeoffice ist auch keine Lösung. Man muss schon mal ein bisschen auch erledigen können. Das kann man ja dann immer verbinden. Aber Vor allem andere Menschen sehen. ja, genau. So für das Soziale ist es wichtig. Aber ein paar Tage Homeoffice in der Woche ist schon besser, weil es ist auf Dauer halt Stress, wenn du jeden Tag extra dahin musst, obwohl es jetzt nicht unbedingt nötig wäre bei einem Bürojob zum Beispiel. Das ist der Standard, von daher. Naja, Standard. Also es gibt ja schon auch bei vielen Firmen den Standard jetzt, dass du zumindest 2 Tage die Woche im Homeoffice bist oder dir das so legen kannst. Kann auch entspannt sein. Und flexibel ist man dann. Ja, auf jeden Fall. Wenn man sich nicht ganz so gut fühlt, kann man zu Hause bleiben, aber trotzdem auch Arbeit machen. Na, und dann auch vor allem, wenn man mal noch irgendein Paket annehmen muss und so, ne? Ja. Das ist ja übelst nervig, wenn die dann Weil wenn das so Kind mitten krank ist, am. ne? Ist auch ein Vorteil. Ja. Das geht nicht bei jeder Firma. Naja, kommt immer drauf an, welche Branche man ist und so. Am besten, wenn man LKW-Fahrer ist und dann Homeoffice macht. Das wäre auch geil. Ach, ja. Na gut, LKW-Fahrer ist ja auch stressig, ne? Die müssen ja dann immer irgendwo übernachten in der Ferne und die haben ja dann immer das einzutakten, okay, wie plane ich das jetzt, dass ich dann und dann dort bin und da wieder zu Hause und da nicht. Größten Respekt vor LKW-Fahrern. Ja, na, also was die auch leisten, genauso wie. Die müssen viel mehr Respekt bekommen. Ja, schon, Scheiß weil. auf Behindertenstudenten. Naja, gerade bei Die den. können verzichten. Bei den ganzen Sachen mit den Lieferungen und Bestellungen von Amazon in riesigen Mengen, da muss natürlich umso mehr hin und her transportiert werden. Auch die ganzen Lieferanten, ne? Vor denen muss man auch Respekt haben dann. Ja. Und gerade Hermes und so, die sind richtig am Arsch. Ja. Die haben keine Zeit zu klingeln. Ah ja, stimmt, das sind die wieder, gell, die Spezialisten. Die werfen dann das Paket irgendwo hin oder geben es woanders ab. Ja, das sind dann die, die mit 50 durch die Spielstraße rasen. Ja, genau. Immer keine Zeit. Oh, jetzt hätte ich schon fast mein Schwert weggepackt aus Versehen ins Creative Inventar. Wo bist denn du eigentlich gerade? Irgendwo beim Spawn. Ah, hier, bei dem Feld. Ja, das ist unser Grundstück von Lukas und mir. Dieses hier? Na, da haben wir mal versucht zusammenzubauen, aber er hat dann irgendwie nicht mehr so viel gespielt. Keinen Bock gehabt. Anscheinend. Kann ich verstehen. Naja, ich meine, Rietze ist ja auch nicht so aktiv, aber dafür andere Leute wieder wie Nils Kevin, er hat mich eigentlich überrascht mit seinem Haus. Ich bin mal jetzt aktiver als mein anderer auf dem Server. Ja, heute schon. Sind Leute, die noch wenig gespielt haben als ich. Ja, safe. Also wenn ich mal hier auch durchgucke, man kann ja über Infsee sehen, was bestimmte Leute im Inventar haben. Und bei manchen ist das wahnsinnig wenig. Da muss ich erstmal mal auf die Whitelist gucken, um zu wissen, wer überhaupt alles hier gespielt hat. Das sind ja auch über 40 Leute, ne, mittlerweile. Aber ich glaube, 5 davon waren noch nicht immer drauf. Und dann heißt es immer, naja, Whiteliste mal den und Whiteliste mal den, die wollen unbedingt spielen, dann kommen sie nicht. Aber Mr. Tore immerhin, der hat was gemacht. Okay, aber wollen wir dann demnächst nochmal aufnehmen oder? Ich weiß ja nicht. Also, ob du Zeit hast. Morgen würde, denke ich, auch gehen, hatte ich ja geschrieben. Vielleicht können wir da mal auf Top Attack 3 vorbeigucken. Morgen auch schon was vor. Ach du, ach so. Naja, Ja, dann. sind wir unterwegs. Ja. Vielleicht irgendwie nächste Woche, vielleicht irgendwann. Was denn? Ja, das würde auch gehen. Da muss ich auch nochmal überlegen. Können wir ja schreiben. Nur, dann gibt es ja noch ein Problem. Ich bin ja vom 3., also vom 3.6. bis 6.6. habe ich irgendwie eine andere Nummer am Handy. Aber dann wechselt die wieder zurück. Das ist halt, weil der Vertrag jetzt sich hin und her Oh. switcht. Das heißt, da kann man mal 3 Tage unseren Chatverlauf nicht aktiv halten. Geil. Gott sei Dank. Ja, okay.
Ah, da müssen wir zur Not auf Twitter schreiben, wenn es irgendwas ja, Wichtiges ist. Da hast du einen Grund auf Twitter zu gehen, oder wie sind. Wenn du schon da bist, kannst du auch eine Session machen. Ja, genau, wäre ich wieder hingeloggt. Wie sonst, wenn du mich blockierst. Oh. Kannst auch auf Skype gehen. Ah, Skype, na, da war ich ja ewig nicht mehr. Würdest du da antworten? Wahrscheinlich nicht. Da weißt du schon. Das ist ja genauso wahrscheinlich, wie wenn ich dich auf Discord anschreibe, was du nur auf dem PC installiert hast. Ja, wir schon auf Discord schreiben. Ja, ist nur so eine Notlösung, wenn man keine andere App hat. Nein, wir schreiben uns halt noch, ne? Ja, ne? Können wir dann sehen. Ja, erstmal noch einen schönen Tag. Oh rein. Na, dann ciao. Ciao.